Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part gab es wieder einige Unterstützungsgespräche. Allerdings so der Höhepunkt war wohl die Tatsache, dass Azura in dieser seltsamen Welt hier gelandet ist und wir ihr gefolgt sind. Und dadurch haben wir Gunther wiedergefunden, der ja eigentlich in, ich glaube, Kapitel 3 in die bodenlose Schlucht gestürzt ist und wir gingen ja alle davon aus, dass er tot ist. Deswegen bin ich doch sehr verwundert, ihn jetzt hier wiederzusehen. Ja, so oder so. Wo immer wir hier gerade sind, wir haben jede Menge Gegner. Und eine Drachenader dort vorne. Jede verbündete Einheit wird geteilt. Das klingt so, als hätte ich gleich ein paar Klone von mir, aber ich habe keine Ahnung. Ja, und entweder wir erreichen diese Felder hier oder besiegen den Boss, was ich aber sehr seltsam finde, weil dieses Gebiet hier unten und dieses Gebiet hier oben, die haben überhaupt keine Verbindung. Keine Ahnung, wie ich den Boss erreichen soll, aber ich lasse mich überraschen. Es wird auf jeden Fall spannend. So mit 3 Einheiten gegen 25 klingt schon fair, ne? Kann man mal machen. Boss besiegen oder alle Einheiten fliehen in 20 Zügen. 20 Züge klingt auf jeden Fall nicht schlecht bei so vielen Gegnern. Allerdings alle Einheiten. Letztens mussten wir auch schon mal fliehen. Da musste allerdings nur Svenja fliehen. Jetzt müssen es alle 3 schaffen. Ja gut, das ist schon ein bisschen kniffliger, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Zuallererst will ich, glaube ich, die Drachenader aktivieren. Ich habe zwar keine Ahnung, was passieren wird. Allerdings, wenn die hier schon direkt am Anfang so rumsteht, ist die mit Sicherheit wichtig. Jede verbündete Einheit wird geteilt. Und dann wird dieses Gebäude da anvisiert, okay. Das irritiert mich gerade kurz. Ah! Moment, falscher Knopf. Klon. Wir haben jetzt exakte Klone von uns. I see. Das heißt, die Klone müssen unabhängig von den Originalen jetzt hier unten kämpfen und sich vielleicht bis zum Boss vorkämpfen. Und die Originale versuchen quasi zu fliehen. Je nachdem, was halt früher erreicht wird. Das ist interessant. Ist vielleicht ein bisschen lame, dass wir jetzt exakt die gleichen Einheiten nochmal hier unten haben. Aber ich finde es cool. Ich frage mich halt auch, ob die Einheiten hier unten quasi für uns mitleveln. Das heißt, wenn die hier Erfahrungspunkte bekommen, ob dann die Originale hier oben die Erfahrungspunkte auch bekommen. Und wenn dem so ist, dann frage ich mich, wenn wir hier Schaden bekommen, ob die hier unten auch Schaden bekommen. Das würde das Ganze nochmal wesentlich interessanter machen, weil so auf den ersten Blick gut, das mit den 3 Einheiten ist ein bisschen knifflig, aber die Schlacht selbst wirkt ja jetzt nicht sonderlich spannend, aber das bringt auf jeden Fall nochmal frischen Wind rein. Das finde ich ziemlich cool. Ja, stellen wir uns mal hier hin, um den schon mal anzulocken und Azura kann sich dazustellen. Bin ich froh, dass sowohl unser Avatar als auch Azura halbwegs was drauf haben. Gerade Azura. Ich glaube, wenn sie noch Skaldin wäre, würde ich jetzt die Krise bekommen bei dieser Schlacht. Gut. Wie weit kommt ihr denn so alle hier hinten? Nehmen wir mal erstmal euch, weil ich glaube, die anderen kommen auf jeden Fall dran. Mal gucken. Du kommst nur auf das äußerste Feld. Okay. Wobei, machen wir es mal so. Zack. Und stellen den Avatar mal hier ab. Dann können wir nämlich zumindest schon mal jemanden anlocken. Also Gunther ist jemand, der mir jetzt nicht unsympathisch ist. Also er hat sich ja schon anfangs um uns gesorgt. Oh, ich habe die Animation noch aus. Entschuldigung. Ich hatte ja im letzten Part gesagt, ich habe Supports gegrindet und dafür habe ich natürlich die Animation ausgeschaltet. Dann haben wir jetzt aber zumindest gesehen in dieser Runde, wie das denn aussieht, wenn die Animationen aus sind. Und wenn sich Effekte aktivieren, während die Animationen aus sind. Sorry, habe ich total vergessen. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe manchmal auch ein Gedächtnis wie ein Sieb. Aber die Klone sind nicht sonderlich gesprächig. Ich merke das schon. Sind also quasi einfach nur Hüllen, die für uns kämpfen. Na gut. Erstmal die Animation wieder einschalten, so. Aber ja, wir haben das Level abbekommen. Das ist interessant. Den Schaden habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob der übertragen wird. Aber Gunther hat hier unten ja eigentlich keinen Schaden bekommen können. Das heißt, er wird schon übertragen, weil er den Schaden von dem Gunther dort oben bekommen hat. Okay, interessant. Ja,
Also Gunther war mir nicht unsympathisch. Ui. Nimm mich. Also ich glaube, mit 16% wirst du daneben hauen. Ich mochte ihn schon. Er war sehr freundlich. Das finstere Yato sieht übrigens sehr cool aus. Aber ja, also er ist jetzt nicht so die unglaublich besondere Einheit, wo ich mir denke, der muss unbedingt mitkommen. Ah, du kannst noch ein Feld. Und nein, Azura. Also ich glaube schon, so ein Erzritter ist schon nicht schlecht. Auf jeden Fall. Aber ja, ich bin mit meinen Einheiten eigentlich ganz zufrieden, denke ich mir. So, wie viel Schaden macht denn Gunther hier? Das sieht ziemlich gut aus, ehrlich gesagt. Ich denke mir nur, normalerweise hast du bei Fire Emblem sehr oft eine OP-Einheit am Anfang für die ersten Schlachten. Und ja, die Einheit ist dann im weiteren Verlauf des Spiels meistens gar nicht mehr so OP, weil sie sich eben schon früh entwickelt hat. Aber ich find's 15. Ah. Azura. Wie stehe ich da oben? Sicher, okay, dann kann ich mir das erlauben. Denke ich. So, vielleicht haut er ja auch daneben. Ja, normalerweise, wie gesagt, am Anfang sind diese Einheiten immer super und später eher so, nicht zwingend. Aber die Idee, dass die OP-Einheit wirklich nur für die ersten zwei, drei Schlachten da ist, um uns zu helfen, und dann verschwindet und erst später wieder auftaucht, wenn sie dann, sag ich mal, gar nicht mehr so sehr OP ist, finde ich echt interessant, muss ich sagen. Ist eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Obwohl viele am Anfang ja gemeint hätten, oder einige eher, dass die Erfahrungspunkte dann verschwendet gewesen sind an Gunther. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass er drauf geht, vorübergehend. Und gut, ich wollte ihn wahrscheinlich sowieso nicht mitnehmen, aber hatte ja schon mal gesagt, auf die paar Erfahrungspunkte kommt es dann auch nicht so wirklich an. So, hier von hier unten. Du kommst bis da. Du kommst nur bis da. Wie viel Schaden mache ich denn so? Aha. Du hast einen Stahl-Shuriken. Okay. Wer kommt denn zu Azura? Du? Nur der eine. Vielleicht bleibe ich dann erstmal so stehen und lock die so ein bisschen an. Wer kommt da so hin? Auch nur der eine. Und konter die quasi aus. Also wie gesagt, das mit Gunther finde ich vom Prinzip her schon interessant, auf jeden Fall. Worauf ich ja auf jeden Fall auch noch eingehen wollte, war so ein bisschen die Story. Ich wollte gucken. Du kommst ja auf jeden Fall dran, wie weit du so kommst. Und du. Du kommst lustig. Ja, genau, du kommst nur bis da und du kommst bis da, aber das passt schon. Das macht 21. Nehmen wir lieber den Langspeer, dann kriegen wir keinen Gegenschaden. Ich wollte ja ein bisschen auf die Story eingehen. Weil Azura ist ja im letzten Part in den See eingetaucht und dann in dieser Welt hier gelandet, was schon sehr mysteriös war. Aber ich denke mir so, Azura ist ja nun mal auch ein besonderer Charakter. Und hat ja auch irgendwo eine Verbindung zum Wasser. Deswegen wundert mich das eigentlich nicht, dass sie sowas kann. Und vorher hat sie ja für König Garon getanzt und naja, ich hätte erst gedacht, sie hat ihn vielleicht verflucht. Wurde ja auch so gesagt, aber ihm geht's ja gut. Also ist scheinbar nicht so ganz geglückt. Aber dass sie das gemacht hat, verwundert mich nicht, weil wir wollen ja alle König Garon stürzen. Es wundert mich halt nur, dass sie uns davon nichts gesagt hat, ehrlich gesagt. Weil ich meine, sie ist ja auf unserer Seite. Wieso hat sie uns nicht davon berichtet? Das wundert mich, dass sie uns nicht eingeweiht hat. Aber nun gut, warum auch immer sie das jetzt gemacht hat. Was ich halt interessant finde, ist dieser Ort, an dem wir jetzt sind. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie eine Zeitreise gemacht haben oder in einer Parallelwelt sind, weil Gunther ja eben auch hier ist. Das wäre dann schon irgendwie seltsam. Du kommst auf jeden Fall dran, aber ihr kommt nur bis da erstmal. Mal gucken.
Ich glaube schon, dass wir immer noch in der Welt sind, in der auch Hoshido und Noor sich befinden. Auf jeden Fall. Wobei, stellen wir uns mal hier hin. Das macht dann nur 9 Schaden. Hier oben, achso, ich kann mich ja immer noch wegbewegen oder heilen. Okay, dann. Es ist schwierig. Du musst halt echt darauf achten, dass du, wenn du hier denkst, okay, ich habe ja noch genug KP, um den Schlag auszuhalten, musst du aber gucken, ob dein Gegenüber auch genug KP hat, um noch eine Runde zu überleben. Ich meine, wenn die Klone sterben, ist vielleicht nicht so schlimm, aber ja. Oder wenn. Wobei, was passiert auf klassisch, wenn die Klone draufgehen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja. Möchte ich auf alle aufpassen, und das ist gar nicht so einfach, weil ich ja den KP-Wert von beiden Einheiten immer beachten muss. Nee, auf jeden Fall denke ich, wir sind immer noch in unserer Welt. Gunther ist halt der Beweis dafür. Aber, ja. Ist schon seltsam, wo wir hier gelandet sind. Auf jeden Fall. Ich könnte mir halt vorstellen, entweder es ist halt wirklich Hoshido oder Noor. Stellen wir uns mal hier hin. Das macht gegebenenfalls 7 Schaden. Na. Machen wir es erstmal so. Ich möchte da ehrlich gesagt nichts riskieren. Ich könnte mir halt vorstellen, entweder sind wir wirklich in Hoshido oder in Noor. Je nachdem. Vielleicht sind wir ja quasi in Hoshido gelandet, weil Azura ja immer noch sich vielleicht zu Hoshido hingezogen fühlt und dementsprechend mit den Hoshiden insgeheim auch noch gemeinsame Sache macht. Und deswegen hat dieses Portal irgendwie den Zweck gehabt, sie zurück nach Hoshido zu führen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch wirklich ein neutrales Gebiet. Vielleicht ist das hier quasi ein Königreich oder ein Gebiet, was weder zu Noor noch zu Hoshido gehört. Was vielleicht dann später in Offenbarung eine Rolle spielen wird. Quasi, oh mein Gott, es gibt noch ein drittes Königreich, was sich bislang enthalten hat. Ich weiß es nicht. Aber könnte ich mir halt vorstellen, dass es das vielleicht gibt. So oder so. Was ich mir halt vorstellen könnte, wenn man mal in Betracht zieht, wie König Garon mit Azura geredet hat. Er hat sich gar nicht wirklich gefreut, dass seine Tochter zurückgekehrt ist. Du kommst immer noch bis da. Das sieht gut aus. Also er hat sich gar nicht gefreut, dass Azura zurückgekommen ist und sie ja scheinbar auch nicht. Hinzu kommt noch, dass Azura ja meinte, sie wurde von den Getreuen des Königs misshandelt als Kind. Ich meine, wer lässt seine Getreuen seine Tochter misshandeln? Dann noch die Tatsache, dass sie ja entführt worden ist von Hoshido, quasi um einen Geiselaustausch stattfinden zu lassen. Dass sie quasi Svenja zurückbekommen und Noor bekommt Azura. Hat aber nicht funktioniert. Also König Garon wollte das ja nicht. Das heißt, so viel lag ihm dann ja scheinbar doch nicht an ihr. Und wenn ich das jetzt mal so, wie gesagt, zusammenpacke, so, habe ich schon fast irgendwie das Gefühl, ihr kommt bis da nur. Okay, gucken wir mal. Dass Azura vielleicht gar nicht aus Noor kommt. Das tut zwar weh, aber ich bin dann hier ja erstmal sicher. Also wie gesagt, ich könnte mir halt vorstellen, dass Azura vielleicht von diesem Ort hier kommt, wo auch immer wir hier sind, und gar keine norische Prinzessin ist. Ich meine, irgendeine Prinzessin muss sie sein, weil sie kann die Drachenadern aktivieren. Das heißt, in irgendeiner Form muss sie das Blut des Drachen in sich tragen. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber, wie gesagt, König Garon liegt nicht wirklich was an ihr. So gar nicht. Ja, er hat sich überhaupt nicht gefreut, dass er sie wieder hat.
Moment, du kommst bis da, du aber nicht. Wobei, ich kann mich da hinstellen. So. Ansonsten, er wollte halt den Geiselaustausch nicht stattfinden lassen. Also Svenja war ihm scheinbar wichtiger als Azura. Und Azura wurde in Noah auch misshandelt. Und meinte ja auch von wegen, sie will uns die Wahrheit erzählen und so. Also es wirkt für mich schon so, als wenn sie vielleicht gar nicht aus Noah kommt. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber es wirkt auf mich einfach so. So. Gunther. Jo. Machen wir. Ob das jetzt, wie gesagt, der Wahrheit entspricht, keine Ahnung, aber es wirkte für mich einfach so. Wenn es nicht so ist, irgendwas ist auf jeden Fall faul. Wenn Azura tatsächlich eine norische Prinzessin ist, dann stimmt da irgendwas nicht. Sie hat definitiv nicht so viel Wert in Garons Augen wie seine anderen Kinder, wenn er sie gar nicht wiederhaben wollte. Und sie ist ja auch nicht gut auf ihn zu sprechen. Ich meine, wer ist das schon, ne? Von daher gesehen, weiß nicht. Oh, das sieht gut aus. Es ist schon alles ein bisschen seltsam. Aber es ist sowieso, wenn Azura vielleicht gar nicht aus Noah kommt. Also, ja, sie hat wie gesagt die Fähigkeit, die Drachenadern zu aktivieren, aber es ist halt schon sehr seltsam irgendwie. Wie sie da so behandelt wurde und sich verhält. Aber Azura kommt gar nicht aus Noah. Xander ist der Einzige, der wirklich von König und Königin abstammt. Das finde ich ja auch echt hammerartig, wie viele Geliebte der einfach hatte. Svenja kommt auch nicht aus Noah. Also wenn ich das so bedenke, irgendwie, was in Noah familientechnisch so falsch gelaufen ist. Ich meine, jedes Kind ist von einer anderen Frau. Die sind untereinander alles quasi dann irgendwo nicht wirklich richtige Geschwister. Dann haben wir noch eine entführte Prinzessin. Also, ne? Muss ich da noch irgendwas zu sagen? Bei Hoshido läuft das alles ein bisschen anders ab. Ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie du kommst bis da, okay. Ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt. In welchem Zug sind wir eigentlich? 7, okay. Dass das bei Hoshido wirklich alles so gut abläuft, wie es wirkt. Es klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich weiß nicht, wir spielen jetzt ja nur mal Noah. Und ich könnte mir halt vorstellen, jetzt wo wir so viel auf Seiten von Noah erfahren haben, dass das mit der Familie nicht alles so harmonisch ist, wie wir gedacht haben, dass es vielleicht bei Hoshido ähnlich ist. Ich will da jetzt keine Theorien zu aufstellen, aber wir haben quasi König Sumeragi und Königin Mikoto. Was ist denn, wenn Sumeragi auch für jedes Kind eine andere Frau hatte? Oder zumindest Kinder von zwei Frauen hat? Oder vielleicht ist Svenja ja quasi irgendwie... Vielleicht ist Svenja ja die Einzige, die irgendwie von einer anderen Frau ist oder von einem anderen Mann und deswegen sind es irgendwie nur Stiefgeschwister. Oder Svenja ist gar nicht mit denen verwandt, das wäre jetzt so der Plot-Twist schlechthin von wegen, hey, du hast überhaupt keine Blutsgeschwister, deswegen kannst du alle heiraten. Ich habe keine Ahnung. Oder plötzlich sind Azura und Svenja Schwestern. Ich weiß es doch nicht. Ja. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, spannend. Es macht 6 Schaden, das ist aber okay. Ich lasse mich mal überraschen, wie es am Ende aussehen wird. Ich glaube auch wirklich, dass vielleicht jetzt der Punkt gekommen ist, wo mal ein paar Plot-Twists kommen. Oder ein paar... Ich hatte ja im letzten Part, vorletzten Part, vorvorletzten Part irgendwann gesagt, ja, Story ist super und so, aber man merkt halt schon, ja, dass da ruhig noch ein bisschen was kommen könnte. Und vielleicht ist es jetzt so der Moment. Vielleicht erzählt Azura uns nach dieser Schlacht ein riesiges Geheimnis, wo man sich denkt, what? Vielleicht bin ich ja auch gar kein Mensch, sondern in Wirklichkeit ein Drache. Also, ich bin ja schon ein Drache, aber vielleicht bin ich ja als Drache geboren und habe nur die menschliche Gestalt angenommen. Ich habe keine Ahnung, aber das ist okay. Vielleicht kommt jetzt ja nochmal ein riesiger Plot-Twist, wenn wir diese Schlacht geschafft haben. Und da bin ich mal gespannt.
Also ich bin wirklich gespannt, was es mit diesem Ort auf sich hat, an dem wir hier sind. Wie gesagt, vielleicht ist es quasi das Königreich, was neutral Noah und Hoshido gegenübersteht, wenn es sowas gibt. Und ich bin halt auch mega gespannt, noch ein bisschen mehr über Azura zu erfahren. So, du würdest rein theoretisch dahin kommen. Du würdest sie noch platt machen. Du würdest nur sehr, sehr viel Schaden fressen. Aber hier oben bin ich in Sicherheit. Das wäre eigentlich okay. Nee, das würde ja nicht reichen. Aber das würde auch nicht reichen im Nachhinein betrachtet. Manchmal sind meine mathematischen Künste wirklich vom Feinsten. Das sieht gut aus. Er hat 30 KP. Ich mache 28 Schaden. Reicht. Yep. Aber das kennt, glaube ich, jeder Fire Emblem-Spieler. Auf jeden Fall. Aber ich denke mal, wir werden auf jeden Fall nach dieser Schlacht erstmal Supportgespräche zwischen Svenja und Gunther und Svenja und Azura und Azura und Gunther freigeschaltet haben. Ich könnte eigentlich nochmal... Ja, nehmen wir ruhig mal die Mixtur, vorsichtshalber. Ist zwar ein bisschen verschwendet, aber okay. Für den Fall der Fälle. Ich wollte ja eigentlich diese Schlacht ganz gerne nutzen, um neue Supportgespräche freizuschalten, weil ich hatte ja jetzt schon gut gegrindet. Und ich wollte dann eigentlich die nächste Schlacht nutzen, um meine ganzen Pärchen nochmal ein bisschen näher zu bringen. Dass wir vielleicht dann quasi die ersten S-Supports haben oder auch einfach generell weitere Supports. Hat aber nicht so gut geklappt. Offensichtlicherweise. So. Da sind noch Gegner. Dann schnappen wir uns jetzt einfach mal die beiden erstmal. Zack. Und Gunther. Ihr kommt beide bis dahin. Okay. Na gut, dann stellen wir Gunther mal hier hin. Oder will ich Gunther da hinstellen? Ich bin mir so unschlüssig. Ich könnte die höchstens von da oben aus anlocken. Vielleicht positioniere ich mich jetzt erstmal einfach hier und überlege dann, was ich machen möchte. Weil prinzipiell glaube ich, kann ich eher fliehen, als dass ich den Boss besiege. Sache ist, Boss gibt nochmal Erfahrungspunkte, ne? Also ich könnte ja quasi versuchen, beide Missionsziele zu erfüllen, indem ich quasi 2 von 3 Einheiten auf die Fluchtfelder stelle und oder direkt davor und dann den Boss umknüpple. Das wäre doch gar nicht so schlecht. So. So. Achso, runter. Kommt da nicht so ganz drum rum. Das mit dem Anschleichen, wie gesagt, klappt nicht so wirklich gut. Wie viel Schaden machen die denn so? Ah, die machen schon gut Schaden. Zumindest bei Azura. Hier dann, wobei da schon, da nicht so ganz. Du machst mir 5 Schaden. Gunther würde aber auch noch drankommen. Das heißt, ich könnte dich eigentlich schon mal angreifen. Hör mal so, das ist ganz komisch. Also eigentlich, wenn ein Gegner auf mich zukommt, ist mir das irgendwie ziemlich egal. Aber sobald es 2 sind, denke ich mir so, oh oh. Ich meine, ich weiß halt auch nicht, was passiert. Wenn ich jetzt auf Klasse spiele und meine Klone gehen drauf, passiert dann was Schlimmes? Ich weiß nicht. Und mit dem Langspeer bitte einmal pieksen. Aber ich will es auch ehrlich gesagt nicht drauf anlegen. Im Übrigen, diese ganzen Theorien, die ich da gerade geäußert habe, ob die jetzt stimmen oder nicht, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie nicht stimmen, aber ich habe immer so ein bisschen Spaß daran, über so kleine Details auch nachzudenken. So oder so, ich möchte nicht wissen, ob ich recht habe oder nicht. Das sollte eigentlich klar sein, aber ich möchte es nochmal betonen. Ich möchte es nicht wissen. Ich möchte mich einfach überraschen lassen, was passiert. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn ihr das hier seht, dass ich dann schon ein bisschen weiter bin und dementsprechend vielleicht sowieso schon weiß, ob es stimmt oder nicht. Aber dennoch. Oh, Max-Level. Ich weiß, wen ich dann demnächst entwickeln werde. Sehr schön. Das ist dann unsere
erste Einheit auf Max-Level, die dann auch wirklich, oder andersrum, unsere erste entwickelte Einheit, die auch wirklich Max-Level hatte. Weil Camilla und Leo, die habe ich ja sowieso nicht selbst entwickelt. Elise habe ich ja quasi zu früh entwickelt. Achso, hier kann ich direkt fliehen. Nee, danke. Und Azura war ja irgendwie auch noch so ein Sonderfall. Apropos Sonderfall. Du könntest eigentlich den vielleicht mal umkloppen. Jo. Weil Svenja hat ja sowieso schon Max. Also, die muss das, glaube ich, nicht mehr machen. Dann haben wir die Schlacht sogar in einem Part geschafft. Und wie immer gilt natürlich, ja, ich hätte natürlich schneller hier durchkommen können. Sicher. Aber Erfahrungspunkte? Anyone? So. Können wir uns ja mal dem Boss nähern. Ich möchte zumindest mal gucken, was der so drauf hat. Es ist lustig, dass sich Svenja und so weiter dann noch ein bisschen heilen. So, also prinzipiell könnten wir jetzt die Mission beenden. Also, beziehungsweise im nächsten Zug erst. Weil, Gunther sich ja nicht bewegen kann und jeder fliehen muss. Das würde 19 Schaden machen. In welchem Zug sind wir gerade? A12. Okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann werde ich mal kurz hier warten. Und jetzt könnten wir, wie gesagt, die Mission rein theoretisch beenden, indem wir jetzt hier einfach abhauen. Was ich aber nochmal machen kann, ich heile mich einfach hier oben, dann habe ich hier unten den Zug nicht verschwendet. So, Azura. Ah, Azura kann gar nicht so viel Schaden machen. Was ist mit Svenja? Svenja kann zumindest schon mal 20 Schaden machen. Ich glaube, das mache ich auch. Klar, die Erfahrungspunkte sind jetzt zwar ein bisschen verschenkt, aber sind ja nicht viele, wenn ich den Gegner nur anschwäche. Na, es tut schon ein bisschen weh. Oh, ich habe auch noch Waffenlevel C erreicht. Finde ich gut. So, konnte Azura ihn jetzt besiegen? Nee, leider nicht. Konnte Azura ihn von hier aus besiegen? Ja. Ja. Ich denke mal schon. Zur Not haben wir ja noch Gunther da stehen. Und aushalten tue ich das auf jeden Fall. Gut. Hat das ein anderer Text? Nee. Ich dachte, vielleicht ändert sich der Text, wenn Azura das macht. This is my chance. Sehr schön. Okay. Schlacht abgeschlossen. Und ich habe quasi beide Missionsziele erfüllt. Mehr oder minder. Und eine Tempofeder bekommen. Gut. Oh, ich habe sogar 5 Drachenpunkte bekommen. Aber ich würde sagen, eigentlich hätte ich vor dem Boss Schluss machen müssen. Aber ich mache jetzt hier Schluss. Ist ein bisschen gemein, der Cliffhanger. Aber, ja, ich denke, jetzt folgt wahrscheinlich eine wichtige Erklärung. Und der möchte ich ganz gerne noch einen ganzen Part widmen und die nicht einfach nur irgendwie hinten dran klatschen, von wegen der Part ist schon so lang. Deswegen würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.